Kriegsverbrechen. Das ist das Wort, das plötzlich im Raum steht. Was ist das für Sie, was da passiert? Ich finde das ein Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen. Ja. Was ist es für Sie, Herr Wolfson? Es ist die Tragik des Tötens, um das Morden und die ständige Bedrohung der Existenz zu verhindern. Aber kein Kriegsverbrechen? Nein. Die Kriegsverbrechen setzte ja auch voraus, dass es mutwillig geschähe. Und Israel führt keinen Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen, sondern gegen die Hamas, die ihrerseits die Zivilbevölkerung als Kanonenfutter benutzt. Ich finde es auch eine sehr akademische Diskussion. Kriegsverbrechen, ich bin kein Jurist, setzt Vorsatz voraus. Jetzt, wenn wir glauben, dass was aber Sie ja selber auch gesagt, ist die Diskussion nicht. Entschuldigung. Naja, also, wenn es stimmt, das in Kauf nehmen ist auch Vorsatz. Ja, aber wenn es stimmt, dass wir der IDF zutrauen, dass sie nicht bewusst Zivilbevölkerung ins Visier nehmen will, dann muss ich davon ausgehen, dass diese Schläge tatsächlich im Rahmen der, ihrer Sicht Vergeltungsschläge sind, eines unfassbaren, so noch nie dagewesenen Attentats auf Zivilisten in Israel, von dem wir leider kaum noch reden, den 7. Oktober. Und wenn dann die Maßgabe ist, wir müssen einen Vergeltungsschlag gegen die Angreifer machen, dann kann ich ja gar nicht anders militärstrategisch oder völkerrechtlich, als die Angreifer von Tür zu jagen. Deswegen ist es dann vielleicht eine militärstrategische Frage, ob man überhaupt Raketen in den Gaza hineinschicken sollte oder ob die tatsächlich im Guerillakrieg von Haus zu Haus gehen müssten, um jeden Hamas-Kämpfer zu erledigen. Aber das ist, selbst Olaf Scholz hat ja gesagt, die Legitimierung ist da, die Hamas zu eliminieren, so hat er es gesagt. Weil das waren die Angreifer und wir kommen leider im Moment, finde ich, ein bisschen von der Debatte weg. Wie geht es denn sonst? Wie geht es denn sonst? Die Vergeltung, die wir alle vor wenigen Monaten noch als legitim angekündigt haben und weltweit dieses Recht Israels zugestanden haben. Wie geht es? Wie soll es denn dann gehen, wenn nicht von Tür zu Tür in Gaza die Hamas-Kämpfer versuchen, ausfindig zu machen? Würde ich trotzdem noch einmal ganz kurz Herrn Ambos fragen und dann auch noch mal Frau Mohammed Ali, die ja selber auch Juristin ist und gerade einen interessanten Einwurf gemacht hat. Dazu gleich, kommen wir gleich noch mal. Kriegsverbrechen, also ja oder nein, weil es auch, ich habe das eingangs gesagt, haben muss ich nur kurz für die Einordnung. Es geht um die Frage, und ich weiß, dass Experten wie Sie sich auch damit beschäftigen, das ist also jetzt nicht irgendeine Verschwörungstheorie oder irgendein Geschwurbel. Es geht genau um die Frage, beteiligt sich auch sozusagen Deutschland dann in dem Moment an Kriegsverbrechen, in dem Moment, wo es Waffen liefert. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Amerikaner und so weiter. Wie ist das juristisch? Also, man muss das jetzt etwas differenzieren. Erstens muss man unterscheiden zwischen Verletzungen des humanitären Völkerrechts, also der Grundregeln des bewaffneten Konflikts, das ist das Haager Recht und das Genfer Recht. Und darauf aufsetzend gibt es Kriegsverbrechen. Die haben in der Tat ein Vorsatzelement. Wie man diesen Vorsatz dann definiert, ob da auch dolus eventualis, wie die Juristen das nennen, also bedingtes in Kauf nehmen. Das ist das, was eine Frau Mohammed Ali gerade sagte. Ne? Wenn man es sozusagen in Kauf nimmt, sagten Sie, dann ist es auch also wenn, Vorsatz. Also wenn ich etwas tue und ich weiß, es hat, oder zumindest mit Großwahrscheinlichkeit, hat sichere, also die großwahrscheinliche Folge, dass etwas geschieht, dann ist es trotzdem Vorsatz, wenn ich das eigentlich nicht möchte. Aber Frau, also, das ist nicht der deutsche Vorsatzbegriff. Ja, ja, das weiß ich, geht, aber wir sprachen ja gerade über Vorsatz. Aber ich möchte nicht in diese technischen Sachen, ich möchte mich nur dagegen verwehren, gegen Herrn Brügger geht das jetzt. Das ist keine akademische Frage, Herr Brügger. Mhm. Wir haben juristische Verfahren. Wir haben zwei große Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, dem Weltgericht. Wo einmal zum Beispiel, Südafrika, wir haben das heißt, Südafrika gegen Kläger Israel, da geht es übrigens um Genozid. Diesen Begriff haben wir heute Abend noch gar nicht genannt, den muss man auch nennen. Das wird auch international diskutiert. Es geht um Apartheid und es gibt das Verfahren, das Gutachtenverfahren aufgrund einer Anfrage der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Das ist die Welt, Herr Brügger. Wir sind nicht die Welt. Das sind 190 Staaten. Aber wir können trotzdem militärstrategisch und politisch darüber diskutieren. Nein, verstehen, worum geht es da, Herr Ambos, bitte? Es geht um die Frage, ob also Südafrika klagt ja Israel an, es habe würde einen Genozid begehen in Gaza. Es hat auch bestimmte Gründe, warum jetzt gerade diese Klage erhoben wird. Das hängt mit der Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs zusammen. Und im zweiten Verfahren geht es um ein Gutachtenauftrag der Generalversammlung der UNO, ja, die hier alle Staaten der Welt repräsentiert. Ja, Herr Wolfson, da können Sie jetzt mit dem Kopf schütteln. Ich beschreibe das nur. Ja. Mir gefällt das vielleicht auch nicht, aber das ist die Welt. Das ist doch die institutionalisierte Moral der Welt. Darum geht es doch. Doch, da geht es auch um die ethischen Grundlagen. Nein, ich sage Ihnen nur, es gibt ein Gutachtenverfahren und ich war in Den Haag, habe mir diese Anhörung angesehen. Ich habe ja auch dazu geschrieben, in der Frankfurter Allgemeinen zum Beispiel. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin konservativ in der Haltung. Wenn Sie da weltweit die Meinung der Völkerrechtler lesen, diese 50 Staaten, die da vorgetragen haben, in dem Gutachtenverfahren, auch
Vereinigtes Königreich, auch USA, sind nur graduell unterschiedlich in der Kritik Israels in der Besatzungspolitik im Westjordanland. Das ist ein gradueller Unterschied. Wir reden über Gaza. Nein, aber das ist das andere Verfahren. Das ist eben der Punkt. Es gibt diese beiden Verfahren. Ja, aber lassen Sie uns lieber reden. Aber beides kann man nicht. Wir können auch über den Libanon-Krieg reden. Nein, aber Sie müssen über die Houthis reden. Sie müssen natürlich die. Wir haben das doch kontextualisieren, wie das auch die Holocaust-Forscher sagen. Natürlich ist der erklären, das heißt nicht rechtfertigen. Ja, wir müssen sehen, dass der Gazastreifen ist bis 2005 besetzt gewesen, dann ist Israel abgezogen, das Westjordanland ist seit über 50 Jahren besetzt, Ostjerusalem ist annektiert worden. Und kommen wir doch kommen wir doch zu Südafrika dabei. Ja, das ist Genozid. Doch der Punkt, der Genozidvorwurf. Der Genozidvorwurf von Südafrika. Also ja. Ich meine, wir können ja über zig Aspekte des Nahen Ostens reden, aber wir reden über den Gazakrieg und dabei sollten wir bleiben. Mhm. Also was die südafrikanische Vorgehensweise betrifft, das ist im Grunde genommen der Bock zum Gärtner. Warum? Am 29. Mai dieses Jahres finden in Südafrika Wahlen statt. Zum ersten Mal droht dem African National Council der Verlust der absoluten Mehrheit. Aus guten Gründen, denn nach dem Abtritt von Mandela, dem großen Freiheitskämpfer, ist Südafrika praktisch immer nach unten gegangen. Korruption, 73 Ermordete pro Tag, keine Wasserversorgung, der Großstädte, in Klammern Israel, hat übrigens hier Hilfe angeboten, die abgelehnt worden ist. In der Ukraine hat die südafrikanische Regierung ganz eindeutig Stellung zugunsten Russlands bezogen. Mhm. Also kurzum, das ist sozusagen ein Ablenkungsmanöver. Und ich bin nicht bereit, hier so zu tun, als ob Südafrika sich hier an die Spitze der internationalen Moral gestellt hat. Und das muss man also hier sehen. Südafrika hat nichts gesagt gegen den Massenmord, den Assad in Syrien betrieben hat, 500.000 Opfer. Das schießt also die eigene Armee auf die eigene Bevölkerung. Im Sudan, Bürgerkrieg von der eigenen Armee gegen die Bevölkerung. Also kurzum, hier ist also die ethische Frage, die mir noch wichtiger als die juristische ist, die eigentlich natürlich sozusagen die Ausführung der Ethik sein muss. Also kurzum, das ist ein so verlogener Vorgang, den kann man nicht ernst nehmen. Und da muss man einfach die Dinge benennen, wie sie sind. Das ist eine Heuchelorgie. Das ist interessant. Sie sagen, ein verlogener Vorgang. Ja, Heuchelorgie. Heuchlerisch, ja. Ich meine, über doppelte Standards und Doppelmoral muss man in dem Zusammenhang ohnehin gleich nochmal sagen. Ich habe Südafrika bei den Kriegsverbrechen in Butscha jetzt auch nicht wahrgenommen, über die wir ja auch nicht geredet haben. Und da gibt es auch internationale juristische Verfahren. Und trotzdem gibt es die Realität auf dem Schlachtfeld, die ist da und die muss man politisch bewerten. Und da gibt es Allianzen und Unterstützungen für bestimmte Maßnahmen und eben nicht. Und das, was Südafrika da macht, ist offensichtlich, hat das mit innenpolitischen Motiven zu tun. Da bin ich ganz bei Herrn Wolfson. Mhm. Nochmal die Frage, Herr Brücker. Das andere Wort, das sozusagen immer kommt und immer fällt und auch hier diskutiert wird und das ja auch in der Konsequenz dazu führt, dass Deutschland mittlerweile, so nehme ich das zumindest wahr, sage ich, international isoliert ist mit der Position Staatsräson. Wie bewerten Sie das? Wie wird im politischen Berlin darüber diskutiert? Wie weit darf das gehen, wenn man, vielleicht können wir noch mal an einige Bilder zeigen, wenn man sich dieses Ausmaß der Zerstörung in Gaza anguckt? Herr Lanz, ich habe da dann halt eine Minderheitsposition. Ich glaube, die dürfen Sie haben, um Gottes Willen, Frage. Die ist zum Glück ja hier auch gerecht, vielleicht zumindest legitim. Und die heißt, wir haben keine unparteiische Rolle in diesem Konflikt. Wir Deutschen aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, die darf man ja haben, die ist nicht juristisch jetzt begründet, sondern die habe ich. Wir haben eine historische Verantwortung. Ich kann dieses Wort auch nicht mehr hören, aber sie ist da. Und deswegen hat sich sowohl Angela Merkel als auch Olaf Scholz hinter dieses Wort gestellt, das natürlich mehr bedeutet, Existenzrecht Israels heißt, wir tun mehr für Israel auch in dieser Phase und erinnern jetzt vielleicht mal eher daran, warum nicht der internationale Druck auf Iran größer gemacht wird, wo ist der Druck auf Katar, wo sind eigentlich die Freigabe der Geiseln, das könnte zum Waffenstillstand eigentlich führen, darüber redet leider keiner mehr. Es ist darüber reden wir auch. Das steht, aber wenn nicht gesagt, in den politischen Äußerungen im Moment geht es vor allem... Das steht ja eigentlich in Wahrheit vor der Klammer. Im Moment wird der Druck auf die Freilassung der Geiseln als das zentrale Mittel, um zu einem Waffenstillstand zu kommen, wird aus meiner Sicht zu wenig diskutiert. Das könnte jedenfalls und sollte der politische Druck sein, den Deutschland mit den Verbündeten dies nutzt.
Und darüber sollten wir ähnlich reden. Und deswegen bin ich der Meinung, ja, wir haben ein Existenzrecht für Israel mehrfach öffentlich kommuniziert. Ich halte es für richtig und deswegen haben wir keine unparteiische Rolle. Wie sehen Sie das, Frau Mohammed Ali? Ich glaube auch, dass wir keine unparteiische Rolle haben. Aber für mich bedeutet die Staatsräson nicht, dass Israel, also die israelische Regierung, muss man ja sagen, in egal welchem Verhalten immer 100% unterstützt werden muss. Ich finde, das auf Elisa wiedersehen. Aber ich würde gerne mal einen Aspekt noch reinbringen, denn ich finde, der spielt da auch eine Rolle. Mhm. Was ist denn der Weg raus aus dieser Situation? Also die Frage ist ja gerade aufgekommen, ist das überhaupt, wird das Ziel, dass Israel sicherer wird, wird das überhaupt dadurch erreicht, durch das aktuelle Bombardement in Gaza? Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn Israel, was ja richtig ist, möchte, dass es sicherer wird, dann ist es dafür zwingend notwendig, dass endlich auch anerkannt wird, dass auch die Palästinenser ein Recht auf Leben haben. Und ich glaube, das geht nur über eine Zwei-Staaten-Lösung. Und was da gerade, bei allem Respekt, Herr Wolfson, doch. Also dass die Palästinenser ein Recht darauf haben, einen eigenen Staat zu haben, dort in Freiheit und Frieden zu leben, das ist nicht Konsens bei der israelischen Regierung. Also der israelische Präsident hat gerade gestern von einer Notwendigkeit einer Konföderation gesprochen. Warum spricht man eigentlich in Bezug auf die aktiven Akteure, um das scheinbar widersprüchlich zu formulieren, nicht auch mal von der Hamas? Wenn die Hamas die Waffen niederlegte, dann würde sich die ganze humanitäre Situation für die Palästinenser im Gazastreifen von heute auf morgen verbessern. Das heißt, alle Zufuhr, Hilfsgüter und so weiter. Das kann doch nicht die Konsequenz haben, dass die Menschen da jetzt verhungern, Druck auf die Führer der Hamas zur Freilassung aber der Gaza. Es ist doch wirklich ein Irrglaube anzunehmen, dass die Menschen in Gaza, die da jetzt wirklich vor dem Hungertod stehen, über 100 Kinder sterben da jeden Tag. 50.000 Kinder sind bereits Waisen geworden, dass die plötzlich jetzt darauf kommen zu sagen, jetzt müssen wir eine Revolte gegen die Hamas starten. Meint man wirklich, dass man in die Köpfe der Menschen da irgendwie die Saat für Frieden sieht durch diese Art von Handlungen? Das ist aber doch absurd. Wenn die Hamas die Waffen niederlegt und die militärische Situation ist verzweifelt, rein militärisch, hat die Hamas diesen Krieg bereits verloren. Das heißt, die vernünftigste Variante für die Hamas im Sinne der Zivilbevölkerung, der eigenen Bevölkerung, wäre jetzt die Kapitulation und dann eine vernünftige Verhandlung, wie die Zukunft zu gestalten ist. Und da es massiven Druck auf Israel gibt, wird es auf eine Lösung hinauslaufen, die mit Sicherheit besser sein wird als die Situation jetzt. Aber das Leben der Zivilisten in Gaza kann doch nicht davon abhängen, dass eine Terrororganisation plötzlich vernünftig wird. Die Terrororganisation ist ja auch gewählt worden von den Palästinensern. Die Hälfte der Bevölkerung in Gaza ist unter 18 Jahre alt. Die haben niemanden da gewählt. Ja, noch schlimmer. Das heißt, sie haben keine Demokratie. Und das heißt, Hamas benutzt, das heißt, missbraucht die eigene Bevölkerung, ich wiederhole mich, als Kanonenfutter. Wenn man das Los der Palästinenser verbessern will, und da bin ich sehr dafür, dann sofortiger Waffenstillstand von Seiten der Palästinenser, weil dann praktisch auch die Berechtigung Israels sofort beendet wäre und die Situation der Menschen verbessert. Trotzdem noch mal gerne auf diesen Punkt sozusagen die deutsche Rolle am Boss kommen. Den Begriff der Staatsräson. Ich weiß, dass Sie sich mit diesem Begriff schwer tun. Ja. Und ich weiß, dass Herr Wolfson hat ja hier in der Sendung schon mal gesagt, das ist eigentlich ein lächerlicher Begriff, kann ihn gar nicht ernst nehmen. Lippenbekenntnisse hat eigentlich nichts zu bedeuten. Warum ist es für Sie ein schwieriger Begriff? Vielleicht noch mal vorab. Also erstens, wir haben eine Sicherheitsratsresolution historischer gehabt vor ein paar Tagen mit Enthaltung der USA. Und da stand im Mittelpunkt die Freilassung der Geiseln. Also das muss man schon zur Kenntnis nehmen, Herr Bröcker. Wir haben mit Enthaltung der USA. Ne? Ja, erklären Sie das nochmal. Das war 14-14 Stimmen dafür und eine Enthaltung die USA. Im Sinne von, also so habe ich das als Stillstand verstanden. Waffenstillstand für Ramadan und Freilassung der Geiseln. Das ist eine UN-Sicherheitsratsresolution. Keine Verknüpfung. Ich bitte Sie, lesen Sie einfach mal die Sicherheitsresolution. Es ist ja jetzt nicht irgendein Gremium. Und Sie haben eben ja den Kopf geschüttelt bei der Generalversammlung. Das sind 190 Staaten. Das ist ja, Entschuldigung, Herr Wolfson, die alte israelische Position. Mein Punkt ist, wir helfen Israel nur, wenn wir die Kräfte in Israel stärken, die einen liberalen Rechtsstaat in Israel wollen. Ich bin permanent in Kontakt mit israelischen Völkerrechtlern, mit israelischen Kollegen. Was ich hier vertrete, ist die Meinung dieser Leute. Okay, aber was sagt das? Lassen Sie mich doch mal das Argument zu Ende führen. Ja, aber das sagt das noch nicht. Wenn es Israelis sind, ist es doch nicht automatisch richtig, sondern es geht um die Richtigkeit der Sache. Ich habe Sie doch auch ausreden lassen. Ja, natürlich.
das Thema Kriegsverbrechen. Es ist eben nicht nur, Herr Bröcker, das gezielte Erschießen von Zivilisten. Wir haben 50 Tatbestände, auch ein Kollateralschaden, der im Verhältnis zum militärischen Ziel unverhältnismäßig ist, ein Kriegsverbrechen. Das ist kasuistisch, das ist Case by Case. Und deswegen ist natürlich die Debatte, die wir führen mit den Amerikanern im völkerrechtlichen Diskurs, dass dort Kriegsverbrechen stattfinden, eine reale Debatte. Und Staatsräson, deutsche Position. Die Staatsräson ist kein juristisch verbindliches Konzept. Es ist eine Nützlichkeitserwägung, die Frau Merkel damals in ihrer Rede bei der Knesset vorgebracht hat. Das ist eigentlich auch der Moment, in dem sozusagen dieses Wort so eindringt Wort in das kollektive deutsche Bewusstsein, oder? Das erste Mal zumindest für die breite Bevölkerung so wahrnehmbar. Und seitdem wird es immer wieder, wird es immer wieder wiederholt, obwohl schon viele Kollegen, Herr Michaelis, Meron Mendel, viele, wie gesagt haben, lass uns doch von diesem Begriff wegkommen. Die Frage ist, wie unterstützen wir einen Verbündeten? Das ist Israel. Das ist ja keine juristische Formel wie Artikel 5 NATO-Vertrag, wo ich eine völkerrechtliche Verpflichtung habe der Unterstützung. Natürlich sollen wir Israel unterstützen, aber im Sinne einer kritischen Freundschaft, die wir mit Israel haben. Und die Verantwortung Deutschlands, die stellt sich natürlich am Montag, Dienstag haben wir, das ist das dritte Verfahren, was ich eben nicht sagen könnte, die Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen... Ich sage jetzt nur, was Nicaragua sagt. Was ich davon halte, kann ich Ihnen auch noch sagen, wenn wir die Zeit haben. Aber Nicaragua sagt, Deutschland ist völkerrechtlich verantwortlich, weil es sich beteiligt am Genozid, in Anführungsstrichen, in Gaza. Das ist ja das Hauptverfahren Südafrika gegen Israel. Und ist außerdem humanitärvölkerrechtlich verantwortlich, weil es seine Verpflichtung aus dem humanitären Völkerrecht, nämlich das humanitäre Völkerrecht zu respektieren und zu sichern, nicht einhält, weil im Gazastreifen Verletzungen des humanitären Völkerrechts stattfinden. Und wir haben parallel auf nationaler Ebene Verfahren. Zum Beispiel, wir haben eine ganz wichtige Entscheidung des obersten, des Berufungsgerichts in Den Haag. Das geht jetzt zum obersten Gericht in Hoge Raad in Den Haag, zum Supreme Court von Holland, der entschieden hat, dass die Lieferung von Teilen des Jet 35, des Kampfflugzeugs, ja, der von Lockheed Martin gebaut wird in den USA, in so einem Joint Venture, nicht mehr gemacht werden kann von Niederlanden aus, weil Niederlande damit Beihilfe begeht zu Kriegsverbrechen. Das ist die letzte Entscheidung. Die niederländische Regierung ist dagegen in die Berufung. Das ist interessant, da muss man sich mal klar machen, was das... Und das hat Auswirkungen auf uns. Und da ist die Diskussion, die wir haben. Denn wenn diese... Das heißt, die Niederländer liefern nicht mehr diese Teile für diese Kampfjets. Ist jetzt ausgesetzt. Weil ein Gericht sagt, da steht dann möglicherweise... Instanz, eine Beteiligung an Kriegsverbrechen in der Rede. So ist es. Und das ist die Parallele auf nationaler Ebene. Wir haben auch hier beim Generalbundesanwalt Anzeigen natürlich. Und es findet, was ich sagen will, es findet eine Judizialisierung statt, eine Verrechtlichung dieses Konflikts. Und ich glaube, dass wir nur mit Regeln, an die sich ja alle halten, auch die Israelis, auch die Regierung. Ortega, Nicaragua, wollen der Massendiktator. Nicht, also ich bitte Sie, also Sie sind formalistisch. Das ist ein Personenargument. Ja, natürlich. Weil Nicaragua kann ab Person, das ist ein Diktator, der seine Bevölkerung unterdrückt. Wie kann der die Personifizierung und Institutionalisierung der internationalen Moral, wenn Recht so unrecht ist, so unethisch, dann Müssen Sie doch trennen. Nein, das kann ich nicht. Schopenhauer ad personam Argument. Sie sagen, weil Ortega schlecht ist. Ich bin gegen Ortega. Ich habe gegen diese Regierung Ortega angeschrieben. Ist nicht die Verkörperung aber trotzdem des Rechtes. Die Frage in der Sache der entscheidet das ja auch nicht alleine. Die Frage ist doch in der Sache. Die Frage, die wir diskutieren müssen, Herr Wolfson. Ich bitte Sie, wir haben das doch alles besprochen, Herr Wolfson. Nein, ich bitte wir haben Sie. Das nicht besprochen. Natürlich. Sie haben es mir gesagt. Herr Wolfson, großartig. Das ist doch unter Ihrem Niveau. Ich meine, die Sachfrage ist, gibt es Verbrechen in Gaza? Und wie sind Staaten zu beurteilen, die Israel unterstützen? Das ist die Sachfrage. Wer die jetzt vorbringt, ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Das ist eine Moralisierung, Herr Wolfson. Natürlich. Ich kann doch nicht die ethische Frage, wenn es um Menschenleben geht, kann ich doch nicht die Ethik beiseite lassen. Das ist auch eine rechtliche Frage, nicht nur eine ethische. Gut, wunderbar. Wenn das Recht die Ethik beiseite schiebt, dann muss ich sagen, hören Sie mich nicht dabei. Entschuldigung. Also Ihr Punkt ist wirklich der, weil jemand, den Sie für moralisch
verfehlt halten kann. Die Meinung kann man ja haben, weil der eine Klage vorbringt. Ich wollte hier sagen, ich habe die Meinung auch, also das ist nur anders ausgedrückt. Aber Sie sagen jetzt, weil das jemand ist, der moralisch verwerflich ist, ist die Klage pauschal abzulehnen, weil das vom Falschen kommt. Auch wenn sie sachlich richtig ist. Da ist Ihr Argument. Ja, Herr Wolfson, das können Sie nicht ernsthaft behaupten. Aber natürlich. Herr Wolfson, das haben Sie im nationalen Recht. Wenn ich gegen Sie eine Zwangsvollstreckung mache, in einem Ihrer Häuser in Berlin, Sie finden, ich bin ein schlechter Mensch und deswegen darf ich das nicht machen, aber ich kann trotzdem Recht haben. Frau Ali hat völlig recht. Es geht doch nicht darum, wer die Klage vorbringt, sondern ob die Klage Substanz hat. Ja, das haben wir im Recht doch permanent. Sie können doch nicht den Kläger moralisch abqualifizieren und damit sagen Sie über den Inhalt seiner Klage nichts aus, Herr Wolfson. Das ist doch hochinteressant, dass diejenigen, die sich jetzt hier an die Spitze des vermeintlichen Rechtes, des formalen Rechtes stellen, wie Südafrika und Nicaragua, Regime, die mit Ethik nichts zu tun haben, sich an die Spitze der Ethik stellen. Also mit anderen Worten, das ist für mich Kasperletheater. Das ist eine Heuchelorgie und so benenne ich das. Wolfson, da können Sie mit diesem Argument kommen. Aber Südafrika, Herr Wolfson, ist eine Demokratie. Ich finde, Sie vermischen jetzt alles. Also Nicaragua ist eine Diktatur. Da haben wir einen Tag vorher einen Menschenrechtsbericht gehabt. Den kenne ich sehr gut. Da ist eine Diktatur, da sind wir einer Meinung. Aber Südafrika ist eine Demokratie. Und Sie können nicht... Entschuldigen, Herr Wolf, das ist so ab von jeder Diskussion, Südafrika abzuqualifizieren, wie Sie das hier machen, als Staat, ist nicht legitim, Herr Wolfson. Bei Nicaragua können Sie das meinetwegen machen, aber trotzdem ist das andere Argument damit nicht aus der Welt. Ich habe nicht gesagt, dass Südafrika eine Diktatur wäre. Ich habe nur beschrieben, was in Südafrika passiert und dass Südafrika unter der Führung des African National Council ständig bergab geht. Die reichen die Klage aber ein. Aber ich würde den Gedanken von Herrn Wolfson einmal gerne aufnehmen und Michael Brücker fragen. Jetzt haben wir gerade hier sozusagen Top-Juristen bei der Arbeit erlebt, so wie Sie hier sind. Und es ist auch hochspannend, Ihnen dabei zuzuhören. Aber aus meiner ganz einfachen, ehrlich gesagt empathisch-menschlichen Perspektive, dieses Störgefühl, über das ich vorhin gesprochen habe, Herr Brücker, das geht da noch ein bisschen weiter. Gerade wir, dieses Land, Deutschland, ist ja, also, oder wir sind gerne eine Art moralische Supermacht in der Welt. Und es gibt natürlich jetzt sozusagen sowas wie den Vorwurf der doppelten Standards. Und es gibt die Frage, wie gehen wir um mit einer gewissen Heuchelei? Mache Ihnen ein konkretes Beispiel. Wenn jemand wie Wladimir Putin in der Ukraine Wasserwerke, Wasserleitungen, Energieversorgung und so weiter lahmlegt, bombardiert, zerstört, kaputt macht, dann stellt sich jemand wie Annalena Baerbock völlig zu Recht hin und sagt, Freunde, geht nicht, Kriegsverbrechen. Das Gleiche, den gleichen Satz habe ich im Zusammenhang mit Gaza von keinem Mitglied dieser Regierung noch gehört. Oder ist mir da was entgangen? Nee, das stimmt, Herr Lanz. Und trotzdem es stimmt. Und es gibt dafür politische Gründe. Ich will es ja nur mal einmal versuchen zu erklären, weil ich ein politischer Beobachter bin und kein Jurist. Der barbarische Übergriff auf Israel ist die Ursache. Das, was wir jetzt erleben, ist die Folge. In der Ukraine haben wir einen barbarischen Angriff eines ganzen Staates erlebt mit belegten Kriegsverbrechen in Butscha. Und da gibt es natürlich sofort eine entsprechende Reaktion darauf. Hier haben wir diesen umgekehrten Fall, dass es erst diese unglaubliche Attacke gab auf das Land, das wir uns aufgrund unserer historischen Verantwortung, aufgrund der Shoah als besonders solidarisch mit diesen Ländern, mit diesem Land zu sein, erklärt haben. Es ist natürlich die politische Rhetorik im Nachhinein eine andere. Ich erkläre es ja nur politisch, warum Annalena Baerbock, Olaf Scholz diese Kriegsverbrechen, die vielleicht mutmaßlich, das müssen Juristen entscheiden, im Gaza passieren, nicht so bewertet werden wie die eines russischen Staates, der die Soldaten nach Butscha geschickt hat und dieses Land angegriffen hat, weil es dort nicht einen ukrainischen Angriff auf Russland gab mit Massakern und Verbrechen. Okay, das ist die politische Erklärung dafür. Trotzdem müssen Kriegsverbrechen völlig richtig, geahndet werden dort, wo sie passieren, von unabhängigen Richtern. Ich befürchte nur, dass das, was der IGH da jetzt gerade macht, genauso wie in der Ukraine im Moment, uns wenig hilft, die Lage im Gaza zu verbessern. Da ist aus meiner Sicht viel mehr Politik, viel mehr Druck auf die Unterstützer der Hamas gerade vonnöten, als dass wir juristische Auseinandersetzungen dazu führen, ob da gerade ein Kriegsverbrechen stattgefunden hat oder nicht. Das ist meine politische Meinung dazu. Aber Sie haben recht, es gibt auch eine Doppelmoral, weil bei Israel eine Art
Hemmschuh, auch in der verbalen, in der Rhetorik, so, der politischen Rhetorik. Gibt, ja. Die gibt es, Herr Lanz, ja, die gibt es mit guten Gründen. Mhm. Das heißt, Sie würden sagen, es ist in... Ich verstehe die Politik, ich analysiere sie ja nicht. Ja. Mit guten Gründen, sagen Sie. Das ist interessant. Ja. Sie sagen, das finde ich schon interessant für einen Journalisten, der unabhängig ist, es gibt eine Doppelmoral, aber mit guten Gründen. Ist das nicht eine Kontradiktion in Adjektum? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Man sagt also, es gibt ja nicht, eine Doppelmoral, aber mit guten Gründen. Also Doppelmoral ist ja eigentlich nie gut. Sie müssen mal ganz ruhig, erstmal mich richtig zitieren und dann ganz entspannt bleiben. Ich habe gerade gesagt, nein, Sie haben mich ja nicht richtig zitiert. Ich habe gesagt, Kriegsverbrechen müssen überall immer geahndet werden. Dafür sind Juristen zuständig. Das sagte ich eben. Zugleich habe ich versucht zu analysieren, warum die politische Bewertung der israelischen Vergeltungsanschläge in der Politik derzeit noch sanfter kommuniziert wird als die Verbrechen Russlands in der Ukraine. Das habe ich versucht zu analysieren und ich halte es für nachvollziehbar aufgrund unserer historischen Verantwortung. Das ist eine politische Analyse und Meinung, die ist völlig legitim und trotzdem muss ein Kriegsverbrechen so geahndet werden, wie es Juristen überall auf der Welt ahnden sollten. Ich bezweifle nur, dass diese Debatte uns jetzt gerade und den Menschen und den Kindern im Gaza weiterhilft. Das war meine Analyse, mehr nicht. Das ist erstmal so natürlich richtig, aber würden Sie sagen, deswegen sollten wir die Debatte nicht führen? Doch, die Frage ist, wo die Gewichtung... Ich finde schon, weil... Herr Lanz, die Frage ist für mich, wo die Gewichtung der... Nein, natürlich sollten wir die führen. Es geht ja schon um Glaubwürdigkeit, ne? Wir haben ja gerade 20 Minuten zugehört, wie sich mehrere Juristen und Historiker darüber auseinandergesetzt haben, wo, wie sieht ein Kriegsverbrechen aus und erleben wir sie dort und wie ahnden wir sie? Ist völlig richtig. Ich glaube nur, der politische Druck müsste gerade, die Gewichtung der internationalen Allianzen müsste gerade an anderer Stelle angezogen werden. Und da rede ich über den Iran, da rede ich über Katar und da rede ich über die Verbündeten der Hamas. Das schließt sich doch. Darf ich es auch mal einfach sagen, ohne dass ich... Genau, aber ich habe die Gewichtung der öffentlichen Debatte gerade und die politischen Bemühungen angemahnt, die mir in diesem Bereich fehlen. Sie sind offenbar besser informiert und Sie kennen die. Ich kenne die so bisher nicht. Wir reden seit Wochen darüber, wie wir im Gaza, übrigens auch zu Recht, zum Beispiel mehr Hilfslieferungen reinbekommen. Aber wir reden wenig darüber, wie können wir den Druck auf die Hamas, und zwar die, die gar nicht vielleicht im Gaza leben, sondern gerade sich im Katar ein schönes Leben machen, wie können wir diesen Druck erhöhen? Und das gehört für mich zu dieser Debatte genauso dazu. Mhm. Frau Muhammad Ali, die Frage der doppelten Standards, die Frage auch, was darf man in diesem Land sagen, was sollte man besser nicht sagen, wie nehmen Sie das wahr? Führen wir sozusagen die Debatte auf eine ehrliche Art und Weise? Nein, also ich sag mal so, dass es doppelte Standards gibt in der Außenpolitik und auch in der Politik, das ist ja keine ganz neue Situation, das ist jetzt nicht nur in dieser Situation der Fall. Nee, ist richtig, ja. Und ich finde, macht's es aber nicht besser. Das stimmt. Mhm. Ich finde es aber im Grundsatz richtig und auch nachvollziehbar, dass Deutschland gegenüber Israel eine andere Position wahrnimmt und Kritik anders übt, als andere Länder das tun können auf unserer Geschichte. Das finde ich nachvollziehbar. Mhm. Aber in dem konkreten Fall jetzt finde ich, dass die Situation in Gaza für die Betroffenen und die Taten Israels so falsch sind, da würde ich mir tatsächlich eine andere Sprache auch von der deutschen Regierung wünschen. Ich habe letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Bekannten, die ist Palästinenserin und die hat Verwandte in Gaza. Und die hat mir davon berichtet auch, wie sehr sie und ihre Familie und andere Freunde, wie sehr sie das auch fertig macht, dass Deutschland sich so verhält. Also dass da nicht einmal zumindest ein klares Wort gefunden wird für das, was da stattfindet. Und das ist eine Frau, die lebt hier seit Jahrzehnten, die ist deutsche Staatsbürgerin und so weiter. Aber das ist, und das ist auch eine Realität. Also das erleben auch viele Menschen jetzt in Deutschland. Aber wirklich, weil die Situation ist, ist wirklich krass. Ich meine, was da gerade geschehen ist, dass da diese Menschen von dieser Suppenküche oder dass die bombardiert worden sind, dafür wurde sie jetzt entschuldigt und so weiter. Aber das ist einfach so weit raus von jenseits von allem, was man irgendwie noch nachvollziehbar ziehen kann, meiner Ansicht nach, sodass es hier wirklich auch klarere Worte bräuchte. Hab gleich noch mal eine Nachfrage dazu, aber erst noch, Herr Amboss, ganz kurz. Wie wird das in Ihren Kreisen diskutiert, diese deutsche Rolle, die Art und Weise, wie wir das hier verhandeln? Ich kann das auch mal erzählen. Wenn wir Sendungen zu dem Thema machen, und das ist zum wiederholten Mal jetzt der Fall, merke ich immer, man muss sehr genau die Worte wägen. Man muss sich auch die Frage stellen, wie und wo positioniert man sich. Und ich merke aber, dass das trifft sozusagen auf eine Zuschauerschaft, auch auf eine Bevölkerung, die das manchmal diametral entgegengesetzt wahrnimmt. Wie nehmen Sie das wahr? Ja, also es ist
Das Thema ist in Deutschland sehr sensibel. Wir reden heute Abend über Israel und da haben wir eine besondere historische Verantwortung. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich in England bin, in Frankreich, in den USA, ganz zu schweigen von afrikanischen Ländern oder Lateinamerika, da ist ein ganz anderer Diskurs. Und ich finde es sehr lobenswert, dass wir heute Abend diese Sendung haben. Ich muss das mal sagen, denn wir können keine Diskursverengung haben, auch in diesem Bereich nicht. Ich bin ganz gegen Cancel Culture und dieses, was damit zusammenhängt. Wir müssen diese Sachen offen besprechen und wir müssen auch Begriffe wie Genozid, Apartheid, Kriegsverbrechen offen diskutieren können. Und der Punkt ist eigentlich, dass wo ich mich gegen gewendet habe, schon 10 Tage nach dem 7. Oktober. Ich habe gesagt, wir müssen solidarisch mit Israel sein, aber nicht bedingungslos. Mhm. Es gibt keine bedingungslose Solidarität. Richtig. Unsere Grundlage ist das Völkerrecht. Das sagt die Bundesregierung. Das ist die Position. Übrigens, unabhängig davon, welche es gerade ist, das steht auch so im Grundgesetz.